So, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Ja, ihr seht ja wahrscheinlich schon am Titel, was ich da reingeschrieben habe. Und zwar habe ich da ja reingeschrieben, dass das nächste Video erst in 2 bis 3 Tagen, beziehungsweise eigentlich in 3 Tagen folgt. Der Grund ist ganz einfach zu erklären. Ihr hört es hier vielleicht. Warte. Was macht solche Geräusche? Genau, eine CD-Disc für irgendein Spiel. So, oder eine Film-Disc, kann natürlich auch sein. Aber, in meinem Fall ist es ein Spiel. Fallout 4 habe ich mir nämlich gekauft. Hab mir so gedacht, kaufst du mal auf eine Disc, lädst dir nicht von Steam runter, wegen deiner scheiß Internetleitung. Hab nicht dran gedacht, dass die meisten Entwickler das ja heutzutage so machen, wenn sie das auf eine Disc haben. Die packen ja nicht die vollsten 25 GB, so groß ist nämlich Fallout 4, nicht auf die Disc, sondern die packen das ja so ein Teil davon drauf. Also bei meinem Fall waren das 5 GB. Und den restlichen Teil, da verlinken sie sich auf eine Seite, muss sich verifizieren dort und muss dann den Rest davon runterladen. In meinem Fall ist es genauso. Mit meiner Gummibambusleitung gibt es aber ein kleines Problem. Ich muss mal ganz kurz ja hier die Aufnahmezeit ein bisschen im Auge behalten. Ja, damit Entschuldigung, das wollte ich nicht. Damit ich auch ein bisschen ein Auge habe, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ja, wie soll ich sagen? Dann hat sich einfach mal Steam gedacht, ich mische mich da mal mit rein. Marcel, die letzten 20 GB darfst dann schön mit deiner Internetleitung runterladen. Und Leute, was denkt ihr? Wie lange dauert dieser Download? Richtig, schaut euch das mal an. Das Maximale, was ihr erreichen kann, ist 110 Kilobyte die Sekunde. Wow. Wow. Ich habe vorhin das Video schon mal aufgenommen, aber aus irgendeinem Grund hat Camtasia sich gedacht, mein Audio ganz zu muten. Okay, ich habe echt gerade vorhin rumgeschrien, wie ein letzter Mongo. Ich bin mir sicher. Also bin jetzt wieder davon ausgegangen, dass meine Schwester mir mal wieder eine Nachricht auf WhatsApp schreibt, wo drauf steht, bist du da gerade so am Rumschreien? Ich hätte damit geantwortet mit, ja, bin ich. Naja, aber ich möchte jetzt ein bisschen leiser sein, bevor meine Schwester es gleich wirklich macht. Wie ihr sehen könnt, 2 Tage, 14 Stunden, also 2,5 Tage, dann habe ich erst Fallout. Also würde ich euch die Reaktion von vorhin zeigen. Ich habe rumgebrüllt. Ich hab hier ein Mikro reingeschrien, hab so gesagt, ja, aber für so einen Scheiß, ganz ehrlich, jetzt mal ohne Scheiß, man kann doch nicht so eine schlechte Leitung haben wie ich. Ich brauche für verdammt nochmal Fallout 4 2,5 Tage. Sag mal, ist das ein Spiel? Ist das ein Bug? Ja, jetzt gehen wir schon auf die 3 Tage zu, oder was? Das heißt, da wird schön mein PC für 2,5 Tage durchlaufen lassen, bis ich das Spiel runtergeladen hab. Geil! Und in den restlichen 2,5 Tagen kann ich auch keine Videos hochladen. Geil! Ich werde jetzt gleich hier den Download halt pausieren und werde dann halt das Video hier eben ganz schnell hochladen. Natürlich kann man jetzt sagen, dass ich das dann auch pausieren soll, wenn ich das andere Video hochlade. Nur ich brauche ja schon für ein ganz normales Video 2 Stunden bis 3 Stunden. Darauf habe ich keine Lust, sage ich ganz ehrlich. Tut mir leid für die, die das vielleicht haben wollen, aber da habe ich keine Lust zu. Also, wir sehen uns in 3 Tagen dann wieder. Ja, das sollte der 14. sein. Das ist ein Samstag. Also sehen wir uns am Samstag dann wieder, wenn ich ein neues Video hochlade. Es tut mir wirklich leid, aber bei so einer scheiß Gummibambusleitung, schaut euch das mal an, ey. Bei so einer scheiß Gummibambusleitung kann man halt leider nichts machen. Ich muss damit jetzt auch rauskommen. Ich kann jetzt für 2 Tage mein Internet nicht mehr richtig benutzen. Also vollwertig benutzen. YouTube-Videos kann ich jetzt nur noch auf 240p gucken, habe ich gerade hingeschaut. Normalerweise gucke ich sie auf 480. Jetzt kann ich sie noch auf 240 gucken, was ziemlich, ziemlich angenehm ist. Gar nicht. Ich muss dann die YouTube-Videos auf meinem Handy dann halt besser anschauen, weil sie da halt auf einem kleineren Bildschirm komprimiert sind. Da machen 240p nicht so viel aus wie auf so einem großen Bildschirm wie meinem Computer. Das heißt, mein Computer darf jetzt für 2 Tage durchlaufen und darf die Datei runterladen. Also Leute, ja, ist doch super, oder nicht? Ja, so wie gesagt, dann sehen wir uns halt in vier, nee, doch in 3 Tagen wieder. Und ja, bis dann würde ich mal sagen, ne? Ciao, ciao, macht's gut.